Oh, das ist ja, boah, ist ja jede Menge drin. Ey. Ja, die fallen alle runter von oben nach unten da. Immer. Oben ist dann irgendeiner leer wieder. 14 ist ein bisschen noch drin. Ja. Ach, Herrchen guckt sich die jetzt alle an. Ja, sogar noch drin oben. Unten ist ganz voll, ist selig, sagt er. Ja, ist wunderschön. Psst. Hast du jetzt jeden Tag altes Ende mit filmen? Nein, ich filme hier noch. Achso, ich dachte, das ist wieder uninteressant, wie die Kinder essen. Die Kinder, das ist nur Smurfy. Nur, hast du das gehört, wie er dich jetzt anguckt? Er ist ja wohl der Highlight der Familie. Ja, ist er. Er ist ganz fein neben mir gelaufen. Ja, weil er dachte. Ich hab zwei Scheißhaufen geworfen, er ist schon hin. Er dachte, du hast, wer weiß was in der Tasche. Das war es, mir gibt's nicht. Das gibt's später vom Kind. So. Jetzt. Boah, ich sehe aus, ey. Guten Morgen. Hm? Da habe ich ein paar mehr mitgebracht, ne? Also du hast vier aufgeschrieben, sechs habe ich mitgebracht. Ja. Ich hätte dir jetzt keinen Bock wieder wegzureden, wenn du vier aufgeschrieben hast. Ist doch egal, ich habe einfach irgendeine Zahl an Brötchen aufgeschrieben. Jetzt mal, wir gehen mal weg hier. Ich bin froh, wenn der Backofen wieder oben ist, wie oft er schon im Brötchen reingebissen hat hier. Was? Nehmen wir auf den Platz. Jackpot, sagt er. So, jetzt begrüße ich eben hier, okay. Guten Morgen, guten Morgen. Wir backen. Hm? Kommen noch mehr Möhren? Ich will noch mehr haben. Ja, und die werde ich wohl alle für die Bolognese brauchen, die dann. Ja, dann nehmen die doch alle und. Komm, wir haben heute mal noch Sonders welche holen. Genau. Dann wisst ihr schon ein bisschen den Plan. Es gibt nichts. Heute ist Sonntag. Es ist der Tag, an dem wahrscheinlich die Schließung ganz Deutschlands wieder beschlossen wird. Oder auch nicht, wir wissen es nicht. Und ihr wisst, wir wollten einen Weihnachtsbaum letztens schon kaufen. Das war der Mega-Fail, weil wir alle am Verhungern waren. Und deswegen gehen wir heute zusammen Bauernhof. Und da kostet der Baum wahrscheinlich wirklich 70 Euro. Kaufe ich aber nicht für 70 Euro, die im Aldi Montag. Aber wir wollten noch so einen geilen vom Pilsenbaum. Ja, weil teuer. Weil arm und... Egal, jedenfalls versuchen wir das heute nochmal. Die haben so einen Weihnachtsmarkt to go. Sogar habe ich gelesen auf Facebook mit Punsch und Crepe und was auch immer alles. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ein Video gesehen habe mit so einem Weihnachtsmarkt, wo man durchfahren kann. In Kalka. Also für alle, die da Interesse haben. Für uns ist das nichts, weil erstmal ist es ganz voll da. So war das auf dem Video. Ganz, ganz voll. Man muss, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden anstehen, um... Ganz kurz. Das Hundewiese Waldhof Moselbach, ist das von dir? Ja. Hast du das getan mit dem Hund? Also man muss zwei Stunden anstehen, um da reinzukommen. Und dann kann man halt da durchfahren. Das dauert auch nochmal mindestens zwei Stunden, weil man ja immer den Vordermann vor sich hat. Und wenn der sich was angucken will, dann muss man mitwarten. Und man fährt ungefähr anderthalb Stunden durch geschmückte Landschaft und dann kommen die Fressbuden. Ja, und dann haben wir gesagt, für uns ist das nichts, ne? Und das kostet. Nein, dann stehen wir die ganze Zeit in irgendwelchen Kreppständen oder Bratwurstständen oder irgendwelchen selbstgeschnitzten Scheißgedöns. Kümmert, guckt die Oma uns traurig an, weil sie mich verkauft hat. Warte, das Gesicht müssen die sehen von der Oma. Zeig mir das Oma. Na, ist ja auch. Dann bist du ja. Hier will ich verkauft. Dann guckt dann uns kaufen an wir uns. Und kaufen wir so noch eine geschnitzte Bratwurst. Schüssel, die nach wie nach. Weil die uns leid tut. Ja. Nein, nein. Nein, nein. Und heute ist der erste Sonntag seit einigen Sonntagen, wo ich vlogge. Und das, obwohl ich. Live-Vlog. Seit Fio, du stehst voll auf Livestream zur Zeit. Du bist ja immer im Urlaub gesagt, komm, wir machen. Ja, im Urlaub. Betrink dich, das wird lustig. Nein, das stimmt nicht. Ja, wir haben uns schon auf dem Sofa unser Bett eingerichtet. Und um 10 Uhr wollen wir direkt los zu diesem Markt und gucken, was die für Bäume haben. Und Smurfy auch, ne? Du willst auch einen Baum, damit du nicht immer raus musst zum Pipi machen, ne? Fleischbaum haben. Wo ist denn der Bernd? Wo? Da.
Da bist du. Ja. Und auch keine. Der da wäre. Oh, der ist sehr groß. Ja. Ja, was ist das denn? Das ist, ich glaube, das hier ist Nordmann und ja. Das hier ist was anderes, glaube ich. Aber der hier ist trotzdem richtig schön hell, ne? Ja, ich mag lieber helleres Grün. Ja? Nee, wir haben jetzt einen. Wir haben uns entschieden. 22 Euro pro Meter. Wir brauchen eh einen maximal für 2 Meter. Ja. Finde ich okay, oder? Morgen. Moin, oder? Ja. Sollen wir da vorne? Aber hier sehen wir wenigstens, wie schön die sind. Ja. Haben wir nicht so einen Schrömmel-Scheißbaum? Sollen wir einmal da vorne gucken? Den findest du am schönsten? Welchen? Der Calvino findet den hellen am schönsten. Er sagt hell. Aber der helle, der ist schon Anzeichen dafür. Eine Nadel. Meinst du? Ja. Ich glaube, das ist eine ganz andere Rasse. Also kein Nordmann, sondern Westmann oder so. Keine Ahnung, wie die das heißen. Was für eine Sorte ist das? Das ist eine, glaube ich, eine Blautanne, so wie die aussieht. Also ich habe da so keine Ahnung. Nee, ich bin auch nur Käufer. Ach so! Entschuldigung! Sorry! Ich habe nur meine Arbeitsklamotten an, weil das nur... Letztes Jahr habe ich mich bald... Aber da, der junge Mann, der hat einen Grünen an. Ja, gut. Der hat einen Grünen Geschäft machen können. Ja. Ja, sie hat kassiert. Und zwar die nimmt mit. Ja, ja. Ja. Nee, die haben eine Frage, was das für eine Sorte ist. Ja. Nordmann, alles Nordmann. Alles Nordmann, weil der so hell ist. Ja, das liegt an der Lage. Der hat ja ach nicht nur so. In Schmalenberg, ja. Der ja. Hat in Altastenberg und wo auch immer. Oh, okay. Je nachdem, was für Minerale drin sind im Boden. Sonne und sowas. Manche sind silbriger, manche sind heller. Noch nie gesehen. Ja. Da, ich habe gestern einen verkauft, der war Nadeln dann so lang, unglaublich. Ja, die sind lang, länger, ne? Ja. Auch. So, wir haben hier noch. Kann man den drehen, ob der an der anderen Seite auch so oder ob der Licht ist? Mama? Ja. Also wir haben tatsächlich einen Baum gefunden, der uns allen einigermaßen gefällt, wo wir alle mit leben können, außer Smurfy. Er findet ihn doof, weil er muss hier vorne sitzen. Das ging eigentlich nur 48 Euro. Da haben wir schon Schlimmeres erwartet. Auch 55 war die Spitze. Ja, der hat eine mega lange Spitze, die müssen wir abknipsen. Gedacht, wegen der großen Spitze macht er jetzt 48. Ja, genau. Jetzt transportieren wir das noch. Weihnachtsbaum ever. Egal. 100 Mark für Weihnachtsbaum, ey, der hat früher zum Wald gekriegt, Opa Scheiben. Mama? Ja. Kannst du auf dein Handy gucken, wann das reinkommt? Ja, mach. Wo ist das Sprühding? Hinten hier. Das ist da. Am Fenster. Wo? Hinter den Anzündedingern. Hey, Siri. Wann? Ja, so. Zu Hause. Der Baum ist. Im Wintergarten, hat Wasser bekommen, der muss da jetzt noch eine Woche. Wann stellen wir den denn auf? Am 23. würde ich den schmücken. 2 Tage vorher. Eine Woche vorher. Eine Woche vorher. Ja, und dann kann der Smurfy sich erstmal an den Baum gewöhnen, während er noch ungeschmückt ist. Das ist, glaube ich, einfacher. Und dann kann der sich so setzen. Weil jetzt ist er ja in diesem Netz und dann sind die Dinger alle nach oben. Wir haben jetzt die Fußbodenheizung wieder ausgemacht und deswegen macht Bernd den Kamin jetzt wieder an, nachdem er ihn gereinigt hat mit Inspektor Gadget Mundschutz. Heute 14.10 Uhr. 14.10 Uhr, Formel 1. Jetzt, ja. 14 Uhr einschalten? Ja, hat Calvino schon... Du kannst oben gucken, Calvino. Ich weiß. Hat Calvino schon RTL oder wo auch immer das läuft? Gucken. Ja, und die haben gestern war Qualifying, da haben die gesagt, ab nächstes Jahr ist Formel 1 nur noch auf Sky. Ja. Haben wir das dann mit drin? Wenn wir Sky behalten, ja. Machen wir ja eh immer. Mehr immer Sky. Das Murphy hilft ja. So, was machen Sie hier? Essen. Essen. Was gibt es heute für die Familie? Bolognese. Bolognese. Smurfy ist der Testesser. Smurfinese. Warum macht er immer den Kopf so nach hinten? Er streckt sich wahrscheinlich oder Ding. Dann gibt es mir in dein Mäulchen. Smurfy!
Haben wir noch was in deinem Adventskalender? Oh, Emptiness. Ja, da. Nur noch Krümmel. Krümmel. Tut's auch, ne? Piep, piep. Ja, bei uns gibt's Bolognese. Test-Bolognese. Test-Bolognese, genau. Ja, nächstes Projekt. Genau. Wo wir noch nicht zu viel von verraten wollten. Ach so. Ja. Und eigentlich wollten wir heute chillen und gammeln. Wie immer. Unser 6 Uhr Party. Ja. Wir waren erst. Genau, ich bin seit 4 Uhr wach. War nichts, sag mal, der Hund war schon dreimal los. Also wir haben jetzt 10:45, dann haben wir den Baum gekauft. Mit dem Hund einmal spazieren, jetzt kochen. Danach können wir wieder mit dem Hund gehen. Erfolglos mit dem Hund. Wäsche läuft. Aber wenn ja der Lockdown kommt, der kommt ja auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, ob ab morgen oder ab Mittwoch. Möchtest du auch Kohlrabi? Dann geh mal ab auf deinen Platz. Testen gerade Butter. War ich nicht dein Platz? Weißt du schon nicht. Die Plätze entscheiden. Sind gut, die Dinger. Das Grüne von der Kohlrabi esse ich immer am liebsten. Das riecht der Hund nicht. Erzähl mal den Zuschauern, wie du mich geärgert hast. Ich muss wieder rumwürfen. Ja. Ich habe gesagt, hab dem Hund das Grüne gegeben. Das magst du ja nicht. Mal sofort. What? Das ist das Beste der Kohlrabi. Das ist so richtig schön fein. Ja, Speck haben wir auch. Räuchertofu vom Netto. Ja. Ich habe ganz vergessen, ich muss ein Brot backen. Da müssen wir erstmal hier eine Backmischung raussuchen. Bernd hat gestern auch aus dem Metro Roggenmehl mitgebracht. Da wollte ich auch meinen Sauerteig selber wieder ansetzen und sowas alles. Aber wir hatten auch noch Brotbackmischung. Da unten, da. Hier. Sonnenblumenbrot und rustikales Vollkornbrot. Ja, das mache ich jetzt mal. Ein ganzes 1 Kilo. Wir haben ja den riesen Brotbackautomat mit 1,5 Kilo Fassungsvermögen. Und 700 Milliliter Wasser kommen da rein. Ja, ja, da ist er. Eigentlich packen wir die viel zu selten raus, ne, die Maschine. Ich pack jetzt einen kleinen Kopf in der Hand immer. Oder? Wie geil ist das, ne? Ja. Optimal für Suppen Einsatz oder Soßen. Ich muss lauter reden. Optimal für Suppen und ja. Soßen Einsätze. Die macht das richtig fein und gleichmäßig und schnell. Bratkartoffeln können wir auch machen damit. Ja, ja, die hat ja verschiedene Einsätze, ne? Wo hast du die eigentlich her? Aber da war es richtig teuer, also GF oder so, oder Zwilling. Affenschnäuzchen schläft jetzt zum Glück. Fürs Murphy? Ja, der frisst die zwischendurch. Hallo, Lukas. Ich brauche erst 700 Milliliter Wasser. Da. Möchtest du Körner drin haben im Brot? Dann gucke ich mal, was wir so haben. Das. Ja. Körner haben wir. Ich glaube, wir haben nur Leinsamen. Alles andere haben wir so. Pekannüsse. Ah, hier, Kürbiskerne. Tada! Ich glaube, die Pfanne mal eben im Boden dran. Ja? Ja. Darf ich die Pfanne einmal, nee, darf ich nicht missbrauchen, ne? Warum? Wofür? Für Kürbiskerne ja, anrösten. Ich weiß eh nicht mehr. Ja. So, ich habe die nur einmal kurz angeröstet. Und jetzt kommen die hier zur Mischung dazu. Zack. Und dann müssen wir uns hier nur noch ein Gramm aussuchen. Ich würde mal sagen, Vollkorn haben wir ja, ne?
Das ist nun Menüpunkt Nummer 3. Und dann können wir uns noch die Farbe aussuchen. Dann nehmen wir Mittel und Gewicht 1500. Warum ist denn jetzt hier auf Dark? Rapid, Medium. Ne, schnell braucht er nicht machen. Mittel 1500 Gramm und Start. Gleich duftet alles toll. Ach, hier ist sogar beschrieben, was der gerade macht. Kneten 1, dann aufgehen 1, kneten 2, aufgehen 2, kneten 3 und backen. Und Warmhaltefunktion hat er auch. Ja, schön. Und Bernd ist jetzt noch mal eben zu diesem Bauernmarkt da gefahren, wo wir den Baum gekauft haben, den Weihnachtsbaum. Denn er braucht noch mehr Möhren mit Grün für die Bolognese-Soße. Ich hatte die zwar gesehen, aber nicht dran gedacht. Und jetzt ist er noch mal losgefahren. Das ist zum Glück nicht weit von uns. Und ich wische jetzt schon mal in der Zeit. Einmal ganz schnell durchwischen. Unser Brot ist fertig. Oh, das sieht richtig lecker aus, ne? Saftig, frisch und fein. Schön knusprig, lecker. Körner dran. Man könnte auch noch so eine Körnerkruste machen, wenn man das vorm Backen Körner drauflegt. Aber für uns ist das gut so. Ach so, und es ist jetzt beschlossen, Lockdown. Ab Mittwoch. Wir dürfen ganz gechillt aufs Baby zusammen hier warten. Ohne Moos, ohne Moos. Egal. Nutzt nichts. Beste draus machen. Jetzt mal abschmecken. Habe ich schon. Lecker. Salz. Mhm. Ist gut, wenn man noch Salz möchte, könnte man ja noch auf dem Teller nachwürzen. Die andere fand ich auch gut. Also, wie ihr sehen könnt, es ist schon dunkel und wir haben 18.24 Uhr. Wir haben uns jetzt eigentlich ausgeruht die letzten Stunden. Wir haben ja viel gemacht eigentlich vormittags oder bis mittags. Und ich habe jetzt gerade, boah, so richtig Senkvenen, keine Ahnung, also die waren echt heftig. Da hat der Bernd mir eine Wärmflasche gemacht, die ich mir in den Rücken gelegt habe. Jetzt geht's wieder. Aber ich habe so richtig so mitgeatmet. Ja, und gelegen und habe ich jetzt wirklich 2 Stunden geschlafen sogar. Und jetzt sind die Männer mit dem Smurfy noch eine Runde spazieren. Und ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren, denke ich mal. Wir haben halt noch geredet über den kommenden Lockdown. Jetzt haben wir noch 2 Tage geöffnet, bis zum 10. Januar geschlossen. Und das ist noch nicht mal eine Garantie, dass wir dann wieder aufmachen dürfen. Ist halt, ja, es bleibt spannend, wie die Zahlen dann sind. Und ich schätze mal, am 10. Januar, das ist genau die Zeit, wenn ja, die ganzen Weihnachten- und Silvesterbesuche, ne, zum Vorschein kommen. Ich sehe uns dann noch nicht offen. Also mein Nagelstudio habe ich jetzt öffentlich gepostet, dass es schließt, dass wir nicht wieder aufmachen, weil ja, habe ich euch schon mal erzählt in einem Video. Oder in mehreren Videos, dass ich nicht mehr aufmache. Ja, wir lassen den Sonntag jetzt einfach noch ausklingen. Wir haben Herr der Ringe geguckt, oder Bernd eher gesagt, weil ich habe ja geschlafen. Naja, wer hat schon die Möglichkeit, so wie wir jetzt, sich so richtig aufs Baby vorzubereiten? So gemütlich zu Hause und so viel frei, auch wenn es halt jetzt alles doof ist und ja, die Einnahmen fehlen und so, aber
einfach so, das ist doch eigentlich voll cool, die Zeit nochmal so richtig zu genießen, als Familie zusammenzukommen noch mehr. Und ja, ich finde es eigentlich schön, so, wenn ich ehrlich bin, wenn Bernd manchmal den ganzen Tag weg war. Ist schon schön, wenn der hier ist und wenn wir zusammen alle hier sind. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, als ich gerade diese Venen bekommen habe, diese Senkvenen, die so echt stark waren. Boah, Michaela, jetzt bist du so entspannt. Jetzt nicht, dass jetzt die Geburt losgeht, ne? Weil das heißt ja, wenn man dann so loslassen kann und entspannt, dann geht's los, ne? Aber hat ja wieder aufgehört zum Glück. Also ab dem 26. Dezember darf es losgehen, wenn ich richtig gerechnet habe, weil dann ist 37 plus 0 und dann kann ich ins Geburtshaus. Und es ist keine Frühgeburt mehr und dann kann ich ins Geburtshaus. Und deswegen ab dem 26.12. darfst du kommen. Ich habe jetzt noch ein paar Mullwindeln bestellt. Wollte ich bestellen. Und dann wollte Amazon meine IBAN und so haben. Nochmal zur Bestätigung muss ich noch alles eingeben. Gut, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.